Ich muss mich erstmal hochbauen. So, ich habe erstmal die Renderdistanz ein bisschen hochgestellt. Aha. Mal schauen, bist du eine Fichte? Wenn ja, bist du eine ganz große. Sieht gut aus. Fichtenstamm. Na komm. Das war's schon, so groß war die Fichte gar nicht. Nur viel Laub dran. Ja, wie das halt so ist mit Fichten. Ja, besonders das Laub. Ja. Aber ich habe jetzt 3 Setzlinge. Sehr schön. Ich sage jetzt halt, das sind alles, fast alle Fichten, die da oben stehen. Fichten. Was ist das, eine Fichte? Nee, das ist, oder? Bin mir nicht sicher. Das sieht aber nicht nach Fichte aus. Ne, ist eine Eiche. Da sagst du was. Das auch Fichten. Aber alles mit diesem Blättermuster. Alles mit diesem gestuften Blättermuster, das sind Fichten. Oh, Animal Crossing. Passt ja auch gerade. Bäume fällen und Früchte ernten. Ich hab gerade Anime Crossing. Oh nein! Oh nein! Oh, danke, Wasser. Brauche ich zufällig Blumen für die? Das Exterieur. Nö, also nicht. Zumindest nicht für das. Ich kann natürlich auf den Berg einen Gnom bauen. Muss aber nicht. Nehme ich mal mit. Ein bisschen Mohn. Für den jemand rauchen. Wusstest du übrigens nicht, dass diese Schlingpflanzen auch an Crafting-Bänken wachsen können? Die können überall dran wachsen, glaube ich. Außer alle, die zurückgesetzt sind. Also alle Blöcke mit Transparenz, sprich. Und Glas geht nicht. Kisten gehen nicht. Aber da bin ich mir auch nicht ganz sicher. Also Kisten müssten wir eigentlich gleich sehen, weil ich habe hier an der Craftingbank anscheinend einen Haufen Pflanzen. Ja gut, der Scheiß kann ja auch in der Luft wachsen, solange der oberste Block dran ist. Ja gut, das stimmt natürlich. War ja auch so gedacht hier, also von daher. So, ich hole mir jetzt hier erstmal ein paar Fichten. Mit Axt würde das schneller gehen, aber was soll's. Crossing. Dum 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 dum. Sehr viele Zäune. Habe ich denn noch Bäume? Ich habe noch Eichen. Dann zähle ich mal ein paar. Ja, ich wollte noch ein Fass machen. Ein Phosphos? Ein Fass für die ganzen Samen und das Landwirtschaftszeug brauche ich. Was denn der World? Das
ein interessantes Wesen aus der Inner World. Ein Phosphos. Ein Phosphos. Interessant, habe ich nie gespielt, habe ich nie geschaut. Läuft demnächst bei mir als Let's Play auf meinem Kanal. Ja, ich weiß, ich hab ab und zu mal ein paar Streams von dir mitgeschaut, aber wirklich interessiert hat mich das Spiel nicht. Das sind süße kleine Wesen, die Phosphosse. Ich hab's irgendwann mal angefangen, das Spiel, und dann aber nie richtig. Die können leuchten. Gespielt und dann habe ich mich gespoilert und ja. Ja, wo ist das Dorf nochmal, in welche Richtung? Ich gucke gerade, du läufst in die richtige Richtung. Ja. Jetzt nicht mehr. Dachte ich mir. Jetzt läufst du vom Dorf wieder weg. Nö. Jetzt läufst du wieder drauf zu. Ja. Oh, das sind noch gelbe Blümchen. Rot und gelbe Blümchen. Stimmt, ich wollte ja auch noch dann ins Blumenbiom. Du bist die ganze Zeit im Spectator-Modus. Ich habe aber jetzt gerade fertig gegessen und jetzt fliege ich wieder zurück zu meinem Bude und gehe wieder zurück in normalen Modus. Ich habe 14 Blümchen. Und da gibt's noch gelbe. So, ich habe ein Fass. Kann ich für Verzierung oben auf dem Hügel. Perfekt. Habe ich endlich einen Platz für das ganze Essen. Oh, es wird Nacht, ich sollte hier abhauen. Heute muss ich bauen. Ah, ich sehe Profs Hütte. Ist auch schwer zu übersehen. Meine Hobbit-Höhle wird schwer zu sehen sein. Weil sie im Berg drin ist. Potenziell vielleicht schwierig. Aber sie steht ja neben einem schwer zu übersehenden Haus, also passt das. Ja, die Chance, dass du es verlierst, ist gering. Ja, wenn ich trau's ihm zu. Stimmt auch wieder. Und dann brauche ich noch ein rotes Bett. Eins habe ich schon, aber. Du hast ein knallrotes Bett. Im Petty Boat. Kann ich mal deine Werkbank benutzen? In meinem Haus ist keine drin. Aber im außerhalb, im Haus. Gerne benutzen. Ja, außerhalb deines jetzt Hauses. Ist nicht so, als würde es einen Unterschied machen. Achso, ich muss ja erstmal, verdammt. Mach mal erstmal. Knallrotes Gummibett. Gummibett? Hm. Hast du mir mein Bett weggenommen oder was? Nee. Ich hab nur in die Kiste oben reingeguckt, kurz. Was wollte ich machen? Man läuft immer noch an dem Crossing. Wer läuft gerade? Ah, Okami, hey. Okay, ich habe jetzt ziemlich viel Holz. Das müsste doch jetzt reichen. Für ein paar Falltüren. Entspanntes Klicken. Oha.
wird erstmal gecraftet. Ui. 17, 18, 19, 20, 20. Ja. 32, 34, 36, 38. Das war's, glaube ich. 38 brauche ich nur. Oh, Zelda. 38 und dann nochmal 56. Huch. Was huch? Ach, nichts. Craft hier gerade nur. Und doch nicht Zelda? Bin mir nicht sicher. Ich brauch Eichensetzlinge. Ich hab gerade zufällig einen Pfeil gefunden. Und war ein Liebesbrief dran? Ich hab immer noch nicht. Leider nicht. Ich muss noch weitere Fichten suchen. Wie viele Fichten brauche ich denn hier noch? Das ist ja wirklich kriminell. Ein riesiges Projekt. So, 38 habe ich ja schon mal. Und dann brauche ich noch mal 30 habe ich ja schon mal. So, 2-3 Bäumchen brauche ich noch. Aber ich habe hier Eichensetzlinge, also ich kann die mal. Könnte ich die mal irgendwo pflanzen? Nicht irgendwo. Zweifelsfall pack sie in irgendeine Kiste in meinem Lagerraum. Wieso das? Also wenn man die Abstände nicht einhält, wachsen einfach viele von den Bäumen überhaupt nicht. Mhm. Das müsste ja reichen, oder? Der Abstand ist ja. Und hier ist schon einer gewachsen. Ja, die Jigspeed. Oh, hier ist einer mit Bienennest gespawnt. Das kann passieren. Fichte. Ja, manche Bäume wachsen direkt mit Bienennest. Ha. Das muss mir mal biologisch erklärt werden. Die Bienchen und die Blümchen. Also Morty, wenn du weißt, die Bienchen und die Blümchen. Das ist ja. Wenn der Sapling und die Tickspeed sich ganz doll lieb haben. Ich meinte eigentlich, wie ein Baum mit Bienennest gleichzeitig entstehen kann. Aber gut. Evolution ist die. Und dann muss man ja auch noch berücksichtigen, es gibt ja dann auch noch Saplings, die Saplings mögen und. Natürlich, natürlich. Das ist ja dann natürlich auch legitim. Aber leider funktioniert das so nicht, also das ist also ein bisschen dann. Das behauptet wer? Das ist doch jetzt schon wieder Lügen. Ja, also, wenn zwei Saplings sich mögen, dann müssen sie leider ein Mienchen. Ja. Das funktioniert nur bei Jungle Saplings. Wenn die Saplings sich ganz nahe kommen. Aufklärung in Minecraft. Natürlich. Wurde das muss ich dann für mein Mustern-Video dann ein bisschen animieren. Na toll. Ich werde es wahrscheinlich nicht tun. Ja. Vielleicht. Vielleicht aber auch nicht. Wer weiß. Werden wir ja dann im Schnitt sehen. Playlist wieder angehalten oder was? Oh ne. Was ist angehalten? Nix. Läuft weiter. 32, 34, 38, 40, jetzt habe ich ja genug Fichten hier. Du darfst nicht so gut die Noten treffen, weil sonst wird das demnächst, sonst kommt das demnächst nicht durch die Upload-Filter durch. Wenn du singst.
we got along, he showed me ways to craft and test things that got into. Ich will meine Videos noch hochladen, hör auf zu singen, Prof. Said we could party at his place. Das Video soll hochgeladen werden. Finde ich wegen die Ärger mit dem Upload-Filter kriegen. Ich gehe eher davon aus, dass die meisten das jetzt dann halt aufs Lizenzsystem gehen. Vermutlich. Ja. Muss ja dein Gesang lizenzieren, das ist ja sehr schön. Stellst mir eine Lizenz dafür aus? Gleich mal eine Lizenz schreiben. Hurra. What the fuck? Ach, ich bin doch blöd. Ich laufe gerade durch die Gegend und es spawnt ein Baum mit nur einem Block Abstand. Okay. Und statt dass ich in den Blättern plötzlich stehe, hat das Ding mich einfach nach unten geschoben. Mhm. Seltsamer Baum. Na gut, es gibt ja mittlerweile die Bewegungsmöglichkeit, dass man nur noch einmal eins groß ist. Aha. Kannst als Minecraft-Spieler durch einmal eins große Löcher krabbeln. Ja, das habe ich bei Maudado, glaube ich, mal in Minecraft Let's Play gesehen. Ja, das muss man jetzt nicht sogar, um in diese End-City zu kommen. In diese, diese Rattenlöcher, diese wo da. Ich hab keinen blassen Schimmer. So, reicht ich das jetzt, oder? Ach so, scheiße, jetzt habe ich eine... Ich habe eine dritte Dunkelholzplatte gebaut. Okay. Jetzt habe ich 50 Fallschirme, das muss doch... Reicht das schon, oder? Ne, 56 brauche ich. Noch ein bisschen mehr. Ich brauche jetzt erstmal ein paar Druckplatten. Ich habe schon eine. Schön. Ja, der Seppi muss ich mal wieder entschuldigen. Schon wieder, Mensch. Schon wieder, der hat Meeting. Aber vielleicht ist er irgendwann ist er mal mit dabei. Eines Tages kommt er auch mit dazu. Dafür nachdem wir ihn jetzt schon fünfmal angekündigt haben. Dass er jedes Mal eine andere Aussage hat. Jedes Mal eine andere Ausrede hat. Wir kündigen ihn immer an und dann kommt er nicht. Eigentlich existiert er gar nicht. Ja. Da muss ich jetzt gerade wieder an The Grand Tour denken. Wo sie immer irgendwelche Stars ankündigen und die dann auf grausamste Art und Weise sterben, bevor sie zum Interview kommen. Sehr schön. Das hoffe ich nicht, dass das bei Seppi passiert. So Tom Hiddleston, der Schauspieler von Loki, der dann einfach dann in der Wüste von der Klapperschlange gebissen wird und dann zusammenbricht, bevor er im Zelt ankommt. Ja. So kann man auch Ausreden machen. Und dann immer so schön die Frage dann noch so, heißt das, der kommt nicht auf die, kommt nicht in die Show? No, he's dead! Aber er lebt doch noch. Ja, aber sie haben es als Running Gag, dass sie dauernd alle Stars, die sie eigentlich als Interviewgast einladen, immer erst direkt umbringen. Ja. Könnten wir für unseren Podcast auch mal überlegen. Das würde einiges erleichtern. Ja gut, das Schöne ist, sie laden halt die Stars wirklich ein und bringen sie dann halt mit Visual Effects erstmal um. Ja, einladen tun wir sie ja auch, aber wir kriegen halt immer Absagen. Das ist... Ja gut, aber die Stars sind halt wirklich da für diese ganzen Schwachsinnsaufnahmen. Ja, das kann man doch... Sieht man zumindest in der Wüste stehen und mit einer Klapperschlange ringen. Es klapperte die Klapperschlange, bis ihre Klappern schlapper klangen. Was? Genau. So, okay, Fallschirm habe ich jetzt genügend.
Jetzt brauche ich das gelbe Zeug. Was ist das für ein gelbes Zeug? Gewürzgurkenmarmelade. Prof, sag mal, was ist das? Ist das Sandstein? Das dort in der, bei der. Warte mal, ist das Rezept ich auch? Gucke mal. So zwei verschiedene Sorten von. Zwei verschiedene Sorten von Sandstein. Dann brauche ich noch Treppenstufen, wahrscheinlich auch aus dem Holz, den ich jetzt. Das jetzt die, was davon? Das gelbe Stein dort. Sandstein wahrscheinlich. Gelber Stein ist Sandstein, ja. Ja, Slot Reihe 1, Spalte 2, das ist Sandstein. Aber es sind zwei verschiedene Sandsteine, also. Das eine ist Sand, das andere ist Sandstein, glaube ich, wenn so. Ich hier so gucke. Okay. Das eigentlich wird auch bearbeitet oder so. Und das andere sind. Und das andere sind ja, Fichtenstufen. Das ist Sand. Und das daneben sind Fichtenstufen, oder? Ja. Dann machen wir mal 16 Fichtenstufen jetzt erstmal. Bevor wir weitermachen. Ah, die Blümchen habe ich auch noch mit dabei. Sind hoffentlich leichter zu craften als die. Gott verdammt, mich hat schon wieder ein Baum kaputt gedrückt. Lässt dich auch von beim kaputt drücken. Wie passiert das dauernd? Ich stehe, laufe durch die Gegend, ein Baum spawnt direkt neben mir und drückt mich auf den Boden. Du und deine Bäume. Wie viel Holz habe ich jetzt eigentlich? Ah, okay. 4 Stacks. So. Jetzt nochmal machen, Herr Zäune. Wir machen mal hier nochmal Treppen. Das so 16 Stufen. Das muss doch hier, ja. Noch mehr Sticks. Oh, Schreck. Das ist die falsche Reihenfolge. Ups. Sechzehn brauche ich. Achso, dafür habe ich nicht mehr genug. Ich brauche Eis. Verdammt. Ist. Oh, fuck it, Helligkeit. Fuck die Helligkeit. Genau. Nee. Was? Wie war? Am U Aden E. Okay, warum ist die Fichte hier so groß? Was macht die ab und zu? Hallo Biene. Ich habe hier noch gar keine Biene gesehen. Überhaupt nicht. Hängt gerade unten einer am Baum. Hier drüben. Nun mein oh, jetzt sind es zwei. In meinem letzten Test habe ich meine Biene gesehen, aber hier. Naja, hier ist ein Bienennest gespawnt beim Baumwachsen und ja. Jetzt ist das da halt. Ja. Lasse leben. Die brauchen wir noch. Rettet die Bienen. Rettet die Wale. Wow, wow. Findet Nemo. Rettet die Wale. Wow, wow. Das dahin. Ich nehme mir dann mal ein bisschen Fichte. Wo habt ihr die gepflanzt? Hier bei Profs Haus sind, ist einiges an Fichte. Ah ja. Und ich brauch's, glaube ich, nicht mehr so viel. Ich brauche noch. Brauche ich noch irgendwo Fichte? Ach, scheiße. Sieht fast nicht so aus. Ich nehme einfach noch. Doch, ich brauche noch jede Menge. Ich brauche noch jede Menge Fichte. Ich pflanze mir einfach meine eigene. 36 Fichtentreppen brauche ich noch für drin. Und 10 Slabs. Und noch irgendwas, was aussieht wie ein Fass. Was kannst du machen? Autsch.
wollte ich machen? Ach ja, ich wollte eine Fichte pflanzen. Was du nicht alles willst. Du bist alt, Morty, du bist alt. 16. Bin, glaube ich, von der Musik zu abgelenkt. Alt! Mach die Musik leiser. Sei weniger alt. Verjünge dich. Sehr schön. Außen Deko, la 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 la. Schafe schauen mich verdächtig an. Da ist ein ganz sneaky Schwein auch mit drin. Prof schwebt über mir. Hab ich da nicht mal reingelassen? Prof, bist du wieder im Spectator-Modus? Nee, ich stehe aber auf dem Baum, den du gerade abbaust. Okay. Na, gleich nicht mehr. Ja. Er verschwindet, der Baum. Hex, Hex. Gut. Die Wale. Kann man weiter Treppen machen? Wozu brauchst du so viele Treppen? Der Hobbitöl hat doch keine Treppen. Eko. Alles für die Optik. Ich meine, gut, ich baue mir hier auch gerade einen Gartenschuppen neben zwei Picknicktische, die absolut nichts bringen. Ich hatte halt nur Treppen. So, die Wale! Findet Nemo. Unser Schiff muss schöner werden. ...36 brauche ich. Ja, stimmt, so ging das ja auch. Sehr schön. Das sind 36. Okay, da bin ich Kiste damit. Ups. So, 10 Slabs. Ich slab dir gleich einer. Au. Habe ich mir selbst eine geslappt. Wow. Wie hast du das geschafft? Bin von hoch gefallen. Das war Schallfahren. So 10 Schlaps. Und das sind die Schlaps. Stufe heißen die hier. Ja, das ist Stufe. Deutsch. Fichtenholzstufe. Mal gucken. Bei mir heißt's Eicheholzstäge. Ja, ich hab's ganz normal auf Englisch stehen. Natürlich auf Deutsch. Stimmt, ich brauche ja auch noch ein paar hundert Falltüren gefühlt. So, dann brauche ich hier. Hier. Zu 10 Schlepps. Prof, jetzt sag mir mal, was das da sind. Ist das ein Fass oder ist das. Was ist das da? Also bei der Kiste dort, die. Was der dort. Sag mir eine Koordinate auf der Liste. Unten die letzte Reihe, das. 1, 2, 3, 4. von links. Die 8 Dinger. Links. Die 8 Dinger, das sind Fässer, ja. Ein Fässer, okay, wie mache ich davon Fässer? Hast du, wahrscheinlich auch aus Holz. Fichtenholz ja, wahrscheinlich. Ähnlich wie eine Kiste, bloß dass du linke Reihe und rechte Reihe voll mit Brettern hast und jeweils eine Slab oben und unten. Aus demselben ja. Holz. Ah, okay. Also, so hier. Okay, das ist eine Kiste. Der Baustil ist sehr viel einfacher im Creative. Ah, da fehlt mir noch ein Slab. Verdammt.
Gott, jetzt könnte ich echt mal Gerüstblöcke brauchen. So. Bambus hatten wir ja noch gar nicht, oder? Ist, glaube ich, auch nicht allzu in der Nähe. Jedenfalls habe ich mal vorhin einen Flug um die Gegend gemacht mit dem Spectator und habe nirgendwo auch nur einen Dschungel überhaupt gesehen. Okay, so funktioniert das nicht. Da habe ich was falsch gemacht. So vielleicht? Ne, so wird kein Fass draus. So Fass. Ah, okay, so hat es das gemeint. Sehr schön. Jetzt habe ich eines. Habe ich noch 7 andere. Wow, ich habe mal ein sehr massives Dach hier. So, okay. Na, ein paar Eichen, Fichtensätze hingesetzen. Oh, ich habe eine Biene. Bienchen. Oha. Die wachsen schnell, die Bäumchen. Au.